gedacht, wir machen heute ein Risotto mit Gemüse. Und da du ja Ayurveda machst, die alles essen darfst, habe ich die Sachen ausgesucht, die du auch essen kannst. Ja, wir haben noch keine Wasserleitung, es war alles gelegt, aber Wasserzufuhr ist noch nicht da. Und ja, dann legen wir los. Das ganze Gemüse ist hier sehr schmackhaft, weil das meistens von kleinen Bauern produziert wird. Oder von Privathaushalten, die auf dem Markt das verkaufen. Deswegen ist das nicht überzüchtet und nicht genmanipuliert oder mit irgendwelchen Chemikalien oder Dünger hochgezüchtet. Mein richtiges Messer ist auch noch in irgendeiner Kiste. Also ich mag sehr gerne Okraschoten. Aber es schleimt immer so. Da ich aber in den Risotto Kokosmilch reinmache, schleimt das nicht. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist einfach so, habe ich von meiner Tante. Und sie hat gesagt, musst du immer Kokosmilch dazu tun. Und das stimmt, das schleimt nicht mehr. Okraschoten gibt es auch in Deutschland, auch in guter Qualität eigentlich. Aber nicht diese Qualität hier. Das haben wir auf dem Weg hierher gekauft, der das auf der Straße verkauft hat. Die machen Gemüsegarten hinten im Haus und vorne an der Straße verkaufen sie das. Und das ist meistens das Gemüse, was wir verkaufen. Jetzt haben wir die Küche fertig, das Dach ist fertig, Licht ist da. Ja, und jetzt kann ich endlich hier kochen. Das ist Paprika, türkische Paprika, sagt man in Hamburg. Ich weiß gar nicht den Namen hier jetzt. Den Lateinnamen. Paprikus Musmus. Manche sind scharf davon, manche nicht so scharf, aber die geben einen Überraschungseffekt später. Oder auch nicht. Weil manche sind auch sehr scharf dabei. So. Bei Risotto muss man nicht auf die Bissfeste achten. Wichtig ist, dass er das Geschmack rausgibt. Das Ganze. Die ganzen Zutaten. Die singalesische Gurke. Hallo. Wir wollten damit einen Salat machen, aber ich glaube, ich habe heute keine Lust, einen Salat zu machen. War wirklich wieder mal ein anstrengender Tag mit, ich glaube, heute waren 10 Bauarbeiter hier. Und die alle am Trab zu halten, ist schon anstrengend. Jetzt haben wir aber endlich die Küche fertig und können eigentlich wunderbar hier kochen. Ohne Olivenöl und Mückenspray. Aber das ist leer. Wegschmeißen. Geht auf, wo der Pfeffer wächst. Und der wächst ja eigentlich in Madagaskar, das ist der Ursprung. Und die Seefahrer haben das damals auch hierher mitgebracht. Und da es hier sehr fruchtbar ist, wächst es auch in jedem Garten sozusagen. Leider haben wir nicht so viel Gewürze, weil ich mich noch nicht so richtig mit dem Kochen beschäftige. Zur Risotto gehört das zu, dass man die ganzen Zutaten wirklich anschwitzt und den Geschmack rausholt. Ich habe leider kein richtiges Risotto gefunden, aber so ähnlich wie Bruchreis, der aus dem Milchreis entsteht. Den braucht man nicht waschen, weil durch das Anschwitzen schließen sich die Poren von den Reiskörnern. Ein Italiener würde wahrscheinlich wahnsinnig werden, wenn ich jetzt Butter reinmachen würde, aber ich mache jetzt Butter rein. So. Das ist Jackmakrele. Das ist ein Dosenfisch, aber der ist einfach in eigenen Sud gelagert. Und wer Fisch mag, der kann ihn nur lieben. Da sieht man schon die Schleim hier. Ja, wir haben das hier einfach mit einem Tetrapack. Aber die normalen Haushalte hier reiben erstmal die Kokosnuss, vermengen das mit Wasser und pressen das mit der Hand so aus und dann kommt Kokosmilch raus. Und
Hier gibt es ja auch mittlerweile alles in Haufen Käfer. Wunderbar. Exzellent. Normalerweise geht Parmesan rein, aber Kokosmilch, Parmesan und Fisch, ja, ich probiere, aber könnte auch schmecken. Ich habe gelesen, dass Zitronengras sehr hilfreich ist, Mücken fernzuhalten. Zitronengras schneidet man nicht, sondern zerquetscht sie. Und dadurch zerplatzen die Poren und riecht wunderbar. Durch das Nichtwaschen bleibt die Stärke vom Reis an Reisblatt praktisch kleben. Und durch das Anbraten der Reis schließen sich die Poren. Es gibt eine schöne sämige Risottomasse, typische Risottomasse. Wenn man noch Parmesan drauf macht, weil das gehört zum Risotto dazu, so eine Cremigkeit kriegt das. Genau, eine Cremigkeit. Leider ist dieser Löffel wie. Ja, mir fehlen die Worte, das ist ein bisschen schlabberig. Am liebsten mag ich das mit einem Gummischaber. Und damit kann man wunderbar das schön auskratzen und dann gibt es nochmal Geschmack dazu. Also Risotto-Reis ist das nicht ganz, aber wir kriegen das trotzdem hin. Ich habe es in der Eile gekauft heute. Aber ich habe es woanders gesehen, das war ein Rundkornreis, der Bodenreis ähnelte. Ja, ich glaube, der Reis ist fertig jetzt. Ist noch nicht sämig geworden, weil es einfach der falsche Reis ist. Aber sieht lecker aus. Schön matschig. Dann machen wir schön ein bisschen Umbrella Chutney. Das ist eine säuerliche Frucht. Das ist Kottesampel. Wie gesagt, Chili mit Trockenfisch. Wow, das ist ein gutes Gericht, glaube ich. Wunderbar. So, Madame, bitte schön. Eine gute Kombi. Das ist Pupsi. Die haben wir gefunden. Beziehungsweise jemand hat sie auf die Straße oder rausgeschmissen. Und jetzt ist sie bei uns. Und jetzt ist die Hunde müde. Normalerweise ist das. Nichts zu retten vor ihr.